Ja, Leute, ich grüße schon mal zu diesem Livestream. Ich richte gerade hier mich noch ein. Ja, ich habe ja gestern mit Anne schon dieses Spiel angetestet. Leider nur einen kurzen Moment, weil Panne ja schlecht geworden ist. Aber ich fand das Spiel von der Story, also den Film, den ich gesehen habe, so interessant, dass ich mir dachte, hey, komm, ich will in das Spiel reingucken. Ich will das Spiel auch ein bisschen spielen. Vor allen Dingen, ich habe 30 Euro für das Spiel bezahlt, also will ich es auch spielen. Ich will nicht, dass das einfach jetzt in meiner Liste da versauert. Ich will es wenigstens einmal gespielt haben, damit ich den Kauf nicht bereue. No Front am Paddel. Ich habe absolutes Verständnis dafür, dass er mit VR nicht klarkommt. Es hat halt wirklich so einen Übungsfaktor, den du für VR brauchst. Also, es hat nicht wirklich damit zu tun, hey, komme ich jetzt mit VR von Anfang an klar oder nicht? Nein, jeder kommt von Anfang an nicht mit VR klar. Warum hänge ich in der Luft? So. Meine Tür ist offen, mein Hund kommt rein. Den will ich nicht hier drin haben, bevor ich ihm hier was vor den Kopf hau. Jetzt muss ich meinen Hund erstmal rausschmeißen. Leute, ich spiele hier VR und sehe nichts. Da will ich nicht meinen Hund drin haben. Ich haue den Controller mindestens 10 Mal an den Kopf. Übrigens nicht wundern, wenn ich den Chat nicht sehe. Ich habe es hingekriegt, dass ich den VTube-Avatar ankriege, aber dafür dann halt nicht den Chat sehen kann. Außer ich gucke aufs Telefon, dass ich ihn neben mir liegen lasse, damit ich reingucken kann. Ich richte hier gerade noch meine Kopfhörer zurecht. Das ist immer mein größtes Problem, was ich mit VR habe. Ich habe mittlerweile so viel Übung, kotzen tue ich eigentlich schon, mittlerweile schon gar nicht mehr dadurch. Also, Pater, falls du das hier siehst, es hat sehr viel mit Übung zu tun. Story-Modus will ich gleich auswählen. Erstmal hier Controller. Ich hätte gern ein bisschen mehr Drehgeschwindigkeit. Ja, danke. Dann starten wir mal die Story. In die will ich wenigstens einmal reingeguckt haben. Entschuldigt, wenn der Avatar keine Emotionen zeigt, aber ich sitze halt nicht vorm PC und kann weder auf Tasten drücken, noch dass die Kamera mich tracken kann. Weil ich habe das VR-Set auf dem Kopf und das Teil hätte unmöglich die Chance, meine Emotionen zu tracken. Ah, jetzt darf ich spielen. Okay. Das ist übrigens mein erstes Mal, jetzt diesmal richtig, mit dem VR-Aim-Controller. Cass, Umgebungsbericht, jetzt. Ich bin in einer Wüste gelandet. Den Film konntet ihr leider nicht sehen, den habe ich gerade einmal abgespielt. 23% Stickstoff, 2% Sauerstoff, 12% Helium. Ich will mal kurz prüfen, ist das Spiel von Audio her auf Maximum? Oder geht dann noch was? Sprachchat bezieht sich nur auf Online-Modus. Ja, dann mache ich die Musik ein bisschen leiser als den Dialog. Ja, 8 sollte reichen. Warnung. 63% der Elemente unbekannt. Okay, er hat das Teil geöffnet. Wir sind auf einem sandigen Planeten. Ich gucke, dass ich ab und zu mal auf den Chat gucke. Ich werde euch nicht bemerken, wenn ihr irgendwie ein Follow da lässt oder sonst irgendwas. Ich kriege das halt wirklich nicht im geringsten mit. Wie lade ich denn nach und alles? So ducke ich mich. Okay. Ich habe einen Scanner, das habe ich ja beim Multiplayer schon testen können. Habe ich doch einen echten Schutz? Einfach mal austesten. Nee, die Waffe kann nur überhitzen. Pilgrim, hier ist die Wanderer. Antworten Sie. Wiederhole, Pilot der Wanderer hier. Pilgrim, hören Sie mich? Da leuchtet was.
Wie muss ich den halten, dass er das Teil mit beiden Händen hält? So. Ach, dann kann ich nur die Uhrzeit auf meinem Arm sehen und halt auch, wie viel Leben ich habe. Da fand ich auch so schön. Panne hat mich einfach instant totgeschossen. Datenträger gefunden. Übertrage Dateien. Hey, kann ich mal ein bisschen mehr hier sehen? Man sieht ja die Hand vor Augen nicht. Ich glaube, ich halte es falsch herum. Also hab mit in den falschen Händen den falschen Händen festgehalten. Ja, so funktioniert das ja. Also laut Online-Kritik bei dem Wurf ist das ein Must-Have. Jetzt ist das tatsächlich ein Visier. Eva, hörst du mich? Auf dem Datenträger befinden sich beschädigte holographische Dateien. Starte Datenrettung. Okay, ich guck mir so lange die Gegend an. Da hinten läuft es schon wieder. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Kopfhörer bei VR sind die grauen, ne? Weil die rutschen die ganze Zeit weg. Da ist der Kapsel. Ja, Scheiße. Ist ja gut. Ich lass die Kapsel in Ruhe. Ich hab mich gerade erschrocken. Ich scanne die Kapsel. Ergebnis, es bricht. Ich guck mal eben kurz in den Chat. Nichts los. Ich weiß auch nicht, ob ich das, wenn es mir gefällt und ich auf Twitch weiter streame, noch auf YouTube bringe. Das weiß ich nicht. Vor allem, ey, wie ihr seht, sehe ich nichts, ne? Ihr habt ja ungefähr dieselbe Sicht wie ich. Sturmgewehr. Holo-Sicht, Sturmgewehr, Hitzeanzeige. Es besitzt eine hohe Feuerrate und unbegrenzte Munition. Du kannst ruhig ein bisschen lauter reden, Mädel. Ich weiß nicht, wie laut das da bei euch ist. Aber bei mir ist die Scheiße nur eins leise. Ich kann übrigens scannen und schießen. Dr. Tyson, hier ist die Wanderer. Hören Sie mich? Scanne Schein. Er ist heiß. Ich sehe endlich was. So ein Tipp für alle VR-Anfänger. Spielt irgendein Spiel erstmal, wo ihr das Porten habt und nicht das Laufen. Und wenn ihr zum Laufen kommt, dann so ein Tipp, der euch das erleichtern kann. Tut so, als würdet ihr auch in Real laufen, also bewegt so die Beine auf und ab. Das hilft tatsächlich. Es ist, sind sehr viele VR-Sessions nötig, damit man mit so einem was hier klarkommt, was ich hier spiele. Also ich kann hier sowas mittlerweile wirklich Stunden spielen. Mir macht VR mittlerweile nichts mehr. Außer ich mache irgendwie Loopings auf einmal, dann kotze ich auch. Es ist eine wunderschöne Gegend. Also der Grafikstil, der gefällt mir richtig. Vor allen Dingen, die Steine zum Beispiel, die sehen auch richtig realistisch aus. Aber das ist jetzt realistisch, ne? Eine Waffe, ich kann die da reinstecken. Aber logischerweise kann ich da drin nicht schießen. Diese Logik behält es. Drin in den Stein kann ich nicht feuern, aber ich kann meine Waffe in den Stein reinstecken. Das ist Clip. Ja,
Der Vulkan, die sieht auch richtig nice aus. Dieses blaue Leuchten, was der hat. Komme ich den Hügel eigentlich hoch? Boah, hab ich mich gerade geportet, ey. Bin auf einmal so richtig schnell lang geglitten. Ich lass einfach mal den Scanner laufen. Ich will eigentlich wissen, habe ich irgendwie irgendeine Art von Inventar? Ich mache übrigens auf dem Steuerkreuz dasselbe wie mit dem normalen PlayStation-Tasten. Also ich bin hier auf der PlayStation. Zur holographischen Datenrettung bitte alle Fragmente lokalisieren und scannen. Drücke die angezeigte Taste, um die Umgebung zu scannen. Okay. Eva. Leute, ich kann sehen, was damals passiert ist bei denen. Aufwachen. War ich tot? Da bist du wieder. Musste das wirklich sein? Komm. Hier ist so ein riesiges holographisches Feld, ne? Sie leben noch. Dr. Moon, Dr. Tyson, falls Sie mich hören, bleiben Sie, wo Sie sind. Ich finde Sie. Okay, ich bin hier, um Doktoren zu retten. Ich drücke nichts, ne? Mein Controller hat sich verabschiedet. Einfach so. Hat er gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Es ist ja ein schöner Planet mit einem wunderschönen Mond und einer wunderschönen Sonne, ne? Übersehen. Woran erkenne ich, dass das Ding übernimmt? Da ist so eine winzig kleine Anzeige. Und die soll ich im Auge behalten. Ich werde so oft unbemerkt überhitzen. Ich hoffe, ich habe auch mehr als diese eine Knarre. Es können ruhig mal langsam Gegner auftauchen. Ich hoffe, ich muss nicht in den Vulkan. Warte! Hallo? Ist da jemand? Hier ist bestimmt jemand. Eckstein, Eckstein, jeder muss versteckt sein. Kannst ruhig rauskommen. Ich weiß doch, dass hier Gegner sind. Also es gibt Gegner nicht viel, ne? Sonst könnte ich nicht schießen. Ich habe ja einen schon im Multiplayer gesehen. Ich komme doch bestimmt von oben. Da sind Spinnen uns! Ekelhaft! Ich nehme jetzt mal übrigens nur einen Kopf, weil das nervt mich die ganze Zeit. Der linke zieht sich irgendwie die ganze Zeit selber raus. Da kommt die Amana! Kann ich die scannen? Ich kann nur diese Holo-Dinger scannen. Von wo? Der zielt wirklich punktgenau auf den Punkt, wo das Teil drauf ist. Da war doch noch eine Spinne. Wo ist die? Immer diese Spinnen. Das Netz.
Ich würde gerade sagen, ich glaube dir nicht, dass du tot bist. Cat, ja, warum keuchst du? Zeichne das auf. Alle Fragmente lokalisieren und scannen. Okay. Ihr habt keine Waffen und euch trotzdem irgendwie gegen die Spinnen wehren können. Passt da mit dem Anzug auf. Wir wissen nicht, dass ihr Pathogene es hier gibt. Wir können uns keinen Riss leisten. Ich wette, dieser Ort ist nicht mal auf den Sternenkarten. Komm schon. Wir müssen weiter. Okay. Ich weiß nicht, ob Paddel Angst vor Spinnen hat, aber das wäre lustig gewesen, hätte ich das gesehen. Ich bin schön, wie da auch ein paar Splitter bei rauskommen, die ich drauf schieße. Ekelhaftes Geschmeiß. Kann halt echt nur diese Datendinger scannen, ne? So, wo kommt denn der nächste von euch raus? Alter, wenn da so ein Riesenwurm rauskommt, ne? Weil das sieht schon so aus, als könnte es hier so einen riesigen Wurm geben. Also so ein Sandwurm. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt mit diesem Riesenwurm. Sonst noch wer? Ich habe noch ein paar Kugeln. Das Ding lädt auch echt schnell wieder nach, ne? Böse! Oh. Ist das auch ein Horror-Game oder wie? Versuchen mich hier zu jumpscaren. Ich will über den Stein klettern, dann habe ich keine Viecher an meinem Arsch kleben. Da oben? Ich sehe sie doch. Immer umschauen, man weiß ja nie. Kommt schon raus, ich tue euch nichts, ich zerballe euch nur. Oh, die Dinger kann man zerballern. Nochmal. Ich wiederhole, Pilgrim. Pilgrim, hören Sie mich. Hier sind Dr. Tyson und Dr. Moon. Antworten Sie. Das Signal ist viel zu schwach. Selbst ohne diesen Staubsturm. Ich empfange eine schwache Energiesignatur aus dieser Richtung. Da drüben. Könnte ein anderer Mensch sein. Wie weit? Ich bin nicht sicher. Vielleicht bleiben wir besser hier. Hey, nein, hören Sie. Wir haben genug Notration, um anzukommen, wo auch immer die Pilgrim ist. Wir bleiben nicht länger hier. Überlebende gehen weiter, okay? Okay, dann mal los. Ich hoffe, es gibt Bosskämpfe in diesem Spiel. Und zwar richtig lustiger am besten. An den Vulkan bin ich, glaube ich, schon längst vorbei, ne? Ja. Da hinten leuchtet's. Oh nee, ich will nicht in der dunklen Höhle. Ah, okay, Leuchtsteine. LOL. Boah,
Cass, zeichne das auf jeden Fall auf. Was ist das? Tut mir das Ding weh? Also ich finde das grafisch auch richtig geil, das Spiel, ne? Ich hoffe, das Ding tut mir nicht weh. So, nur einfach drauf schießen. Hallo? What? Bin weg. Das ist auch schön, ich kann ja auf dem Handgelenk die Uhrzeit sehen. So, wo kommen meine kleinen Krabbler diesmal her? Die kommen doch jetzt safe. Da ist die Mama von denen! Und sie schießt mit Gift! Ekelhafte Viecher! Ich habe keine Spinnenphobie, aber ekelhaft finde ich solche riesigen Spinnen schon. Perfekt! Genau, Platze! Ich hoffe, die werden jetzt immer größer, dass es gleich mit Berg entgegenkommt. Da ist schon das nächste. Ich hab's gesehen. Und weg ist er. Oh, da ist die nächste. Mit ihren kleinen Kumpanen. Erstmal die große ausschalten. Danach kann man sich um die kleinen kümmern. Hallo, da. Nein. Die springt mir nicht ins Gesicht. Weiß, das macht furchtbar viel Spaß. Würde ich auch machen, wenn ich es könnte, aber heute nicht. So, das waren 4 Spinnen. Das habe ich auch ganz genau gesehen. Bewege den Controller über die Munition, um sie aufzuheben. Über die Munition, um sie aufzuheben? Welche Munition? Bewege den Controller über die Munition, um sie aufzuheben. Ah, diese Munition. Lenkrakete. Das UEP-Sturmgewehr besitzt einen eingebauten Lenkraketenwerfer. Okay. Die Rakete mit dem Ziellaser zum ausgewählten Ziel. Das UEP-Sturmgewehr fasst insgesamt 5 Lenkraketen. Okay, mal ausprobieren. Drücke zum Abfeuern der Sekundärwaffe die angezeigte Taste. Geil! Guck's mal, ich kann ihn so steuern! Runter mit dir! Oh, ich hab mich selbst abgeschossen! Cool! Tschüss! Daneben. Zack! Ich glaube, ich muss erstmal alle verballern, die ich die nächsten aufheben kann. In den Himmel mit dir! Oder ich habe alle aufgebraucht. Ich glaube, ich hätte mir ein paar aufsparen sollen. Weg! Böses Vieh! Da war Gift in meinem Gesicht! Ah, ich habe wieder Raketenmunition. Ah, nur wenn es blau leuchtet, ist es Munition.
Okay. Für die benutze ich die Raketen. Ja! Nice! Ich habe keine Raketen mehr. So, jetzt kommen die Kleinen. Du kommst einfach neben mir aus dem Boden. Ich glaube, fast! Jo, sicher. Noch mehr unliebsame Kameraden direkt neben mir. Ich spawn die einfach in mir drin. Wie gemein ist das denn? Ich hab mich bei den Spinnen, die in mir gespawnt sind, gerade richtig erschrocken. Ich hätte gern ein paar mehr Raketen, wenn es geht. Also beim Multiplayer gibt es ja noch zusätzliche Waffen tatsächlich. Nein! Okay, da ist auch noch eine. Überhitzt. Ich habe leider keine Raketen, ne? Die kommen wieder auf den Boden. Ich hab dich gesehen. Kannst mir nichts vormachen. Ich frage mich, ob ich random irgendwelche finden kann. Oh, ich kann meinen Schatten sehen. Guck mal, wie ich meinen Arm verbiegen kann. Ich müsste da auch mal ein paar von gestern reingucken. Einfach mal sehen, wie das aussah. Also ich habe das ja von mir aus gesehen. Kann ich hier oben was finden? Irgendwas Nützliches? Nö. Ich hoffe halt wirklich, dass es keinen riesen Wurmgegner gibt, der so groß ist wie ein Berg. Vor sowas habe ich dann nämlich Schiss. Und gleichzeitig hoffe ich, dass es sowas gibt, dann kann ich mich wirklich an meinen Fahrtkurs ergeben. Hier pfeift der Wind. Das kann nur gut werden. Immer das Visier im Auge behalten. Ich weiß nicht, wie gut ihr das seht. Ich muss das halt immer so halten, dann sehe ich das Visier perfekt. Und das Gute ist, die Waffe ist sehr genau. Neue holographische Dateien stehen zur Verfügung. Was? Alle neuen Dateien abspielen. Okay, hoffentlich kommt jetzt nichts. Cool. Ist das die Pilgrim? Nein. Nein, aber ein Teil von ihr. Das muss beim Eintreten von der Station abgebrochen sein. Ich schätze, das ist unsere Energie. Ihr dürft lauter reden. Hallo? Jemand da drin? Glaube nicht. Komm schon. Während da ein Film abläuft, kann ich ja mal reinhören. Dann weiß ich ja, wie gut man es bei euch hört. Es ist nicht hilfreich. Wie gut man es bei euch hört. Aber es bietet Schutz. Batteriepacks. Wenn wir die Hüllen entfernen, man hört es einigermaßen. Signal. Du machst das. Ich kümmere mich um das Gerät. Bitte schön, Dr. Moon. Diese Batterien. Sie
Sie sind alle nur 1% voll. Das ist genug. 1% reicht für 6 Monate. Ja, aber warum sind sie alle leer? Hallo? Klingt nach Interferenzen. Stimmt. Gibt bestimmt einen Haufen Strahlung her. Aber wie kontaktieren wir dann jemanden? Ist es eine interessante Basis, ne? Überlebende gehen weiter. Gehen wir denn meine Wohnung saugen hier gerade, falls ihr das hört. Pilgrim. Pilgrim, hier sind Dr. Tyson und Dr. Moon. Antworten Sie. Es ist 21 Uhr, da saugt man eigentlich nicht mehr. Wir haben kaum noch Notrationen, fanden aber eine Wohneinheit. Mit ein paar extra Rationen zur Verpflegung. Wir leben. Es macht übrigens keinen Unterschied, ob ich meinen Kopf näher ranbewege. Ich wollte das mal ausprobieren. Bitte antworten Sie. Eva, mach mal eine Pause. Du machst das seit Stunden. Hier. Das letzte aus meinem Anzug. Irgendein Erdbeerschleim. Entschuldige, ich dachte, der Deckel sei zu. Schon okay. Ja, genau. Was meinst du? Als die Pilgrim zerbrach, hinterließ sie eine Trümmerspur wie diese hier, richtig? Ein Stück haben wir. Wir sitzen gerade da. Aber wenn wir die nächsten Teile finden, berechnen wir daraus Tempo und Flugbahn der Station. Wir finden raus, wo die Pilgrim abgestürzt ist. Bist du dir sicher? Nichts Besonderes, aber mehr haben wir nicht. Wir folgen einfach der Spur. Eine Art wird man eigentlich. Das Funkgerät. Und pass auf, dass die Tür gut zu ist. Erwarten wir den Besuch? Mach's einfach. Hört ein bisschen. Was dann die Besser? Ich habe wieder Sichtkontakt. Okay, Eva. Ich bin dicht hinter Ihnen. Dr. Tyson, falls Sie mich hören können, ich folge der Trümmerspur. Böse. Böses Vieh. Was nicht alleine ist. Sind doch noch mehr. Könnt ihr mir nicht erzählen? Wo sind die anderen? Scheiße! Es hüpft vor mir, ich sehe es nicht. Komm ins Licht. Da war es gerade. Was ist schon hier? Ah, und gleich tot. Ich muss safe zu diesem Vulkan. Da kommt die Familie. In der Luft, ah! Platz. Gern irgendeine Art von Taschenlampe, ne? Böse! Doppelt böse! Die kommen aber auch aus dem Nix. Da gräbt sich wieder irgendwas bei mir aus. Gut, dass das Schiff schlecht im Zielen ist. Diese Spinnen sind so ekelhaft. Da geht's weit runter. Ich hol meine Höhenangst. Ich guck da am besten gar nicht runter. Ich guck in die Luft.
Was war das denn für ein Scharfschütze? Hallo? Wir haben Scharfschützen unterwegs. Das ist der nächste. Erstmal die Boden, weil die richten sehr viel Schaden. Ja, gut. Da waren die kleinen. Also eigentlich finde ich das Spiel mega cool. Aber es kann sein, dass ich das privat durchspiele, je nachdem halt wie es ankommt. Wenn ich sehe, dass wir keine sehen, dann weiß ich nicht, warum ich weiter spielen soll. Aber durchspielen würde ich wahrscheinlich. Warnung. Seismische Aktivität registriert. Das will ich nicht sehen! Yes. Anzugstatus. Anzughülle ist intakt. Hinweis: Zur holographischen Datenrettung bitte alle Fragmente lokalisieren und scannen. Ach, ich hoffe, man im Multiplayer auch was scannen muss. Oh, hier liegt eine Knarre. Siehst du das? Was ist los? Da ist Ausrüstung. Überall verstreut. Sein von der Pilgrim. Da sind Schrotflinten, Munition, ein paar Rationen. Klasse. Kann ich die Vorbilder mitnehmen? Sammle es ein und ich markiere die Koordinaten. Wir können später zurückkommen. Nein, wir kommen nicht später nochmal her. Wir finden die Pilgrim und verschwinden hier. Das ist die Mission. Ich gehe weiter. Kann ich die mitnehmen? Schrotflinte, ja. Platziere den Controller direkt auf der Waffe in der Welt, um sie aufzuheben. Kann ich die Waffe jetzt wechseln? Die taktische UEP-Schrotflinte besitzt auf kurze Distanz maximale Mannstaubwirkung. Sie bietet halbautomatisches Feuer mit 7 Schuss Munition und einen eingebauten Granatwerfer. So wechsle ich die Waffe, indem ich sie nach hinten mache. Drücke zum Nachladen die angezeigte Taste. Da ist Papa! Wie viel größer werden die Dinger denn noch? Will ich auch fragen. Sicher ist sicher. Ich sag doch, die wären noch so groß wie ein Berg. Wie nutze ich denn diesen Granatwerfer? Oh, ich kann auch auf eine Taste wechseln. Okay, ich habe eine Schrotflinte. Oh, die ist richtig gut gegen die Spinnen. Guck mal, die flüchten schon. Und ich kann während des Nachladens auch schießen. Gegen die will ich nicht in den Nahkampf gehen eigentlich. Kommt doch ruhig hin. Ich kann die Munition, die Verballer nicht verballern. Ey, ich muss den eigentlich auf nah doch richtig schaden können. Oh, ich kann die damit richtig zerlegen. Komm her! Oh, ich mag die Schrotflinte. Ich mag die Schrotflinte sehr. Ich glaube, ich bin im Vulkan angekommen. Umgebungstemperatur steigt an. Kühlungssystem aktiviert. Interessant ist, die Lava hier blau ist.
reinfallen will ich trotzdem nicht. Jetzt die Frage, muss ich hier oder muss ich da lang? Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene weg und du bist weg. Ich hätte gerne eine Taschenlampe. Du Drecksvieh. Okay, die Schrotflinte immer versuchen voll zu behalten. Ja, komm. Ab. Die sind aus der Nähe tatsächlich null gefährlich. Ich hab sogar die Oberhand, wenn ich in die Nähe komme. Also bisher finde ich das Spiel cool. Granatenmunition, ja her damit. Granatwerfer. Die taktische UEP-Schrotflinte besitzt einen eingebauten Granatwerfer. Okay. Die hochexplosiven Granaten explodieren 3 Sekunden nach Abschuss oder sofort, wenn sie einen Gegner treffen. Ah, bei Gegnerkontakt explodieren sie sofort, okay. Insgesamt 10 Granaten. Papa ist wieder da. Okay, bei dir will ich auf jeden Fall eine Granate nutzen. Na komm. Oh! Klein! Oh, sie ist mir ins Gesicht gesprungen. Warum bin ich hier in deren Jagdgebiet? Okay, die Kleinen bin ich los. Doch nicht. Ich will den Scharfschützen loswerden. Okay, ich bin das Nervigste von allen losgeworden. Da gibt auch noch eine kleine. Du machst mir Angst! Blankboot! Lieber am Ende steht das Ding noch auf. Oh! Überhaupt nicht scary, ey. Jetzt muss ich snipen. Ich sehe dich da hinten. Ich glaube aber, dass ich nicht so weit schießen kann. Also die. Das Sturmgewehr überhitzt, die Stromflinte musst du nachladen. Ist noch einer von denen. Ich versuche den jetzt so gut, dass es geht, aus der Ferne zu bekämpfen.
Die Kleinen sind halt auch nervig, ne? Fall tot um! Ich mag die Großen nicht. Die werden bestimmt noch größer. Ich bin erst am Anfang des Spiels. Es wird schon so heftig. Aber schön zu wissen, Spinnen macht Hitze nichts aus. Okay. Ey, nochmal sowas, ich krieg schon Herzinfarkt. Ich scanne, sobald alle Spinnen tot sind. Kommt auch mit dem Tier klar. Seltsam, dass der Kram da unten gelandet ist. Bin ich vielleicht Wissenschaftlerin? Nein, das hat sicher niemand dahin geräumt. Absturztrümmer landen an komischen Stellen, das passiert eben. Unterschätze nie eine Menge kinetische Kraft und ein wenig Chaostheorie, richtig? Lass uns konzentriert bleiben. Ich gehe weiter. Okay. Die hatte wahrscheinlich auch Spaß mit den Spinnen. So gerne Taschenlampe. Ey, wisst ihr, was auch schön ist? Diese Sekundärwaffen habe ich irgendwie nicht besonders lange. Wenn ich schieße, habe ich eine Taschenlampe. In gewisser Weise. Ich weiß nicht, woran du verreckt bist, aber es soll mir recht sein. Mann! Verreckt! Au! Wegen ist kein Giganto. Also die Schaufel, die ist schon sehr effektiv. Ich sehe dich doch. Sind da noch mehr von deinen kleinen Freunden? Ich hab keine Angst vor euch. Nur vor Papa ein bisschen. Tschüss! Also, das Spiel ist schon gut gemacht. Muss man sagen. Ich will da definitiv nicht reinfallen. Na kommt, ich weiß doch, dass die hier irgendwo gammelt. Wahrscheinlich kurz vorm Ausgang. Sandsturm. Frag mich, wie das Speichersystem von dem Spiel ist. Da ist noch ein Teil von der Pilger. Quellen aus mehreren Richtungen. Ich sehe dich. Du bist nicht unsichtbar, aber ich bezweifle, dass ich durch den Stein schießen kann. Nehme ich?
Sowas nehme ich doch gerne mit. Ich wollte ein paar kleine schon wegschießen. Ich muss außerhalb des Gefahrenbereichs. Die Spuckenden sind aber auch schlimm, ne? Werd langsam paranoid, Ding zu klein, ne? Ich mag das Geräusch nicht. Liebe die Sportpimpe. Hetzlons. Ich weiß nicht, was dich in der Luft aufgehalten hat, ne? Aber ich beschwer mich auch nicht. Tschüss! Da kommt schon wieder Papa! Oh, mich rein! Jetzt hole ich mir den. Weg mit dir. Warum kann ich weglaufen? Ey, das hört sich an, als ob ich gleich einen Giganten vor mir habe. Dagegen sind die Spinnen wahrscheinlich dann sogar noch winzig. Okay, eine weg. Noch eine weg. Tschüss. Ich bleib hier gerade noch kurz stehen, in der Hoffnung, dass da jetzt nichts mehr kommt, aber es war schon auf dem Weg rein. Ich will nicht da drin stehen, wenn die spawnen. Tschüss! Hab euch noch gesehen? Ach, ist ich tot! Au! Au! Danke fürs Tod umfallen. Die große! Die schnelle ich jetzt weg! Scheiße! Großen sind schlimm! Nein. Ich sehe den Schatten, ne? Jetzt merke ich das erst. Da oben ist wirklich eine berggroße Spinne.
Aha! Ich bin wieder raus! Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich habe gerade eben ein größeres Problem gesehen, nämlich dass da oben Mama war. Ich habe gerade auch Schwarzbild. Ich kapier's nicht. Es ist definitiv einer der Pilgrim Booster. Also wo bitte ist der Rest der Station? Laut der Berechnungen zu Tempo und Flugbahn müsste sie genau hier sein. Also was ist mit ihr passiert? Ich habe eine Theorie. Was, wenn sie weitergehüpft ist? Wie ein Stein? Dann wäre die endgültige Aufschlagsstelle, tja, vielleicht 15, 16 Klicks weiter? Ich weiß nicht, wie weit ein Klick ist. Ich berechne das mal. Reichen dir die Rationen so lang? Ja, das passt. Ich habe die Wohneinheit geflutet. Denn es war da gar nichts los. Es ist eigentlich recht gemütlich hier. Okay. Wir bleiben aber nicht hier. Okay. Grant? Grant, ich habe einen kleinen Notfall hier. Was ist los? Ich fürchte, ich werde langsam verrückt. Vor Langeweile. Du weißt schon, dass das hier die faszinierendste wissenschaftliche Gelegenheit der menschlichen Geschichte ist. Ja, ich weiß. Aber ich wünschte trotzdem, wir hätten Radioempfang in diesen Helmen. Ich brauche jetzt echt Partymucke. Der einzige Song, hier draußen ich verstehe dich. Bin ich und meine Singstimme. Sagen wir einfach, die meisten ziehen Langeweile der Folter vor. Du weißt, dass du jetzt für mich singen musst, oder? Ich warne dich. Ich kenne nur Texte von Delamitri-Songs. Delamitri? Herausforderung angenommen. Ich liebe nämlich Delamitri. Tust du nicht. Tu ich. Niemand liebt Delamitri. Ich schon. Ich schon und niemand im ganzen Universum weiß das außer dir. Ich weiß nicht. Ein Ehemann sollte sowas wissen, oder? Hm? Bist du da? Ja, ich bin hier. Sind die verheiratet? Hey. Schau mal in den Sternenhimmel. Boah, der ist ja wunderschön, ne? Da war eine Sternschnuppe, wünscht euch was. Noch nie hat jemand das Universum von dieser Position aus gesehen. Ist das nicht verrückt? Ziemlich verrückt. Du, wir könnten uns hier auch einrichten und einen Stützpunkt aufbauen. Wie sehen die Rationen aus? Leider scheint eine Menge davon verdorben zu sein. Eine große Menge. 90% vielleicht. Sollte die Pilgrim Nachlieferungen bekommen? Ich weiß nicht. Sie sind verdorben? Ja, aber der Honig ist noch gut. Also kommen wir klar. Okay. So, wie wäre es, wenn du jetzt schnell für mich singst? Delamitris größte Hits. Oh, jetzt bist du dran, meine Liebe. Look around your world, pretty baby, is it ever? Wo bin ich denn jetzt auf einmal? Hinweis zur holographischen Datenrettung. Bitte alle Fragmente lokalisieren. Falsche Taste! Ich hab sie eigentlich nicht ganz gesehen. Es gibt andere Überlebende. Jemand hat versucht, hiermit ein Funksignal zu verstärken. Ein Signal für uns, denke ich. Vielleicht sollte ich warten, wenn sie zurückkommen. Der Vulkan war schlimm. Ich weiß nicht. Sieht ziemlich mitgenommen aus. Könnte verlassen sein. Jetzt schon?
Also hier wird einer Kontakt aufnehmen, aber richtig. Okay. Na, dann benutze ich es für mein Signal. Vielleicht erreichen wir sie so. Dr. Tyson, Dr. Moon, ich habe Ihren Funkverstärker. Hören Sie mich jetzt? Vielleicht sind die auch schon weg. Ich hoffe, ich begegne nicht Mama. Papa hat schon gereicht. Also Papa Spinne. Die Weibchen sind ja immer die schlimmsten, was Spinnen angeht. Die sind schlimmer. Immer. Der Versuch zählt! Nein! Ich sehe jetzt sogar, ich habe ja vom Schatten her, ich habe die Waffe auf dem Rücken. Nein! Nein! Also mit der Strophel sind die Kleinen wirklich gar kein Problem mehr. Ich schieße die einmal ab und die sind weg. Hallo Papa! Erstmal das weg. So, jetzt kann ich mich um dich kümmern. Ja, ich war heftiger als du. Denkst du, ich habe Angst vor dir? Das hast du falsch gedacht. Au! Nicht mehr getroffen? Nope! Okay, bin wieder voll. Da war noch eine kleine irgendwo. Hi! Wie viele Raketen habe ich noch? Gar keine. Ich habe noch eine Granate. Nichts. Du machst mir keine Angst. Ich muss sie aus der Nähe ausschalten. So, eine ist weg. Verrecht! Ich hab keine Muni! Ich jetzt aber die Funkbinde auch nachladen. Nein! Da kam einer von hinten! Die dachte, ich mag das. Falsch gedacht. Ich sitze schon über eine Stunde. Es ist unglaublich, wie gut ich mit VR mittlerweile klarkomme. Also vor einem Jahr, da hätte ich schon von einer halben Stunde mich übergeben. Und ich muss sagen, mit dem Aim-Controller, das ist auch richtig cool. Ich warte immer noch darauf, dass Mama Spinne irgendwo auftaucht. Wow.
Mir gefällt das nicht. Mir gefällt das ja absolut nicht. Ich will schnell rüber. Das Ding bricht hinter mir weg, wetten. Okay, nicht weggebrochen. Enger Raum, definitiv Strohpinte. Ich sehe einen feuchten Dreck hier drin. Wieder einiges. Aber nichts für mich zu mitnehmen. Offenbar. Da rennt gerade irgendwas zu mir. Die neue Art von denen. Okay. Es gibt eine weitere Art. Die Gräber. Da war noch eine. Drei Schuss brauche ich. Das ganze Magazin, wenn ich die komplett im Eimer sehen will. Aber so gefährlich war diese Spinne jetzt auch nicht. Ich weiß halt nicht, wie das Speichersystem von dem Spiel ist, ne? Sonst würde ich gleich für heute Schluss machen. Kann man das in den Optionsmenü vielleicht sehen? Ich drücke gleich einfach mal auf Ende, sobald hier die nächste Holosequenz hier kommt. Oder wenn Riesenspinne aller Hochhausgröße auftaucht. Ich hasse, dass sie so gut schießen können. Nein! Böse! Scheiße leer! Ich sehe den Fäusten! Dreck! Ich glaube, das hier ist so gesehen eigentlich ein Speicherpunkt, da wo ich respawne. Ich würde das gerne austesten eigentlich. Ich habe keine Angst vor euch. Ich bin aber auch ekelhaft. In der Luft! Es kommt zu viel! Out! Alter, ich muss erst wieder loswerden. Die machen so immensen Schaden. Nee. Also ich muss erst diese Schießenden ausschalten. Die machen nämlich so extrem Schaden.
einmal die Strohfilter foltern. Okay, ich bleib hier, weil hier treffen die richtig beschissen. Stehen halt so viele von diesen Schießenden. Zeig deine hässliche Visage. Nee, nicht du. Ich muss nicht unbedingt loswerden. Mit den Kleinen komme ich klar, aber diese Schießenden sind schlimm. War's das? Nee, ich höre da noch eine. Das ist aber eine grabende. Easy, easy. Die Stelle war schrecklich. Ich bin, glaube ich, 2-3 Mal gestorben. Keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt. Tue ich nie, wenn ich sterbe. Das waren nur meine Zuschauer. Ich finde das Gebiet ja richtig cool, ne? Weil für mich in real, ich könnte das hier nicht. Fragmente lokalisieren und scannen. Da kannst du mich mal gerade. Oh mein Gott. Ist das hoch? Ist okay bei dir. Ja. Ich muss nur nah an die Wand und möglichst nicht sterben. Ganz langsam. Dem Punkt versuche ich noch zu sprechen. Ich hier gerade wieder an meine Höhenschiss, ne? Ganz vorsichtig. Ich kriege hier gerade richtig Panik, ne? Nee, nicht hier! Verpiss dich! Die Stelle ist schon so schrecklich genug. Entschuldigt, wenn ich gerade wenig rede, aber ich habe gerade alle höchste Mühe, gegen meine Höhenangst zu kämpfen. Denkt auch, ich sehe euch nicht, ne? Warum ist der Weg hier auch so schmal? Im Ernst? Warum? Man kann doch auch nett zu mir sein, oder nicht? Granaten? Okay, das ist ein Zeichen dafür, dass hier gleich wahrscheinlich wieder eine Armada kommt. Wir haben 21.31 Uhr. Ist jetzt hier schon eine 1,5 Stunden. Ich finde, das ist genug für einen Abend. Ich probiere jetzt einfach mal aus, ob das jetzt automatisch speichern ist, wenn ich jetzt Ende drücke. Ob ich genau hier dann weitermache. Ja. So funktionieren die Speicherpunkte offenbar tatsächlich. Okay, dann kann ich hier jetzt wirklich Schluss machen. Den Controller lege ich jetzt ab. Genauso das VR-Set.
Ich habe jetzt hier eine anderthalb Stunde gesessen. Ich finde, das ist genug für einen Abend auch. Ja, wenn es euch gefallen hat, ich hoffe, ihr hört mich jetzt hier genauso gut, weil ich stehe jetzt hier knapp vom PC, damit ich auch anständig beenden kann. Dann könnt ihr ein Follow da lassen für die, die sich nacheinander angucken, falls ihr auf YouTube hochladet, die auch ein Abo. Und ja, ich gebe euch natürlich nochmal zum Abschluss und gebe euch einen Daumen hoch für jeden, der jetzt sich zugeschaut hat. Bis dann, tschüss!